Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, hier steckt mehr dahinter als eine Übung in Markenbildung. Es geht vor allem um die Technik, also Holz einfach mit verschiedenen Farben zu bemalen. Hallo, ich bin Dominik von Dominik's Woodworks und heute mache ich eine kleine Version meines Logos für den Gebrauch in Instagram-Bildern. Nachdem ich eine kleinere Version davon in eine Ecke eines Restbretts skizziert habe, klemme ich das an die Werkbank. Ich habe eine andere Form dieser Machart von Frässtiften schon öfter benutzt, will hier aber den schmalen ausprobieren, denn ich brauche etwas mehr Tiefe. Wir können das gleiche Ergebnis natürlich auch mit anderen Fräsern erzielen. Nachdem ich mit dem Logo zufrieden bin, male ich es schwarz an und versuche dabei trotz meiner Rücksichtslosigkeit beim Fluten mit Farbe die gefrästen Stellen nicht aufzufüllen. Nachdem die Farbe trocken ist, schleife ich sie auf der flachen Oberseite weg, sodass nur das Logo farbig bleibt. Soweit so gut, und hier könntet ihr schon aufhören, wenn ihr wolltet. Ich will das Teil noch etwas aufhübschen, aber wenn ich es jetzt bemalen würde, ruiniere ich damit sicherlich das Logo. Außerdem will ich Textur zusätzlich zur Farbe, also genauer Farbe auf einer Textur. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, mit einem größeren Fräser Dellen reinzufräsen, hätte die weggeschliffene Farbe von eben doch ohnehin entfernt. Worauf ich antworte, woher wollt ihr wissen, dass ich mit einem größeren Fräser Dellen hineinfräsen will? Ich würde auch sagen, dass ihr recht habt, wäre da nicht ein Zwischenschritt. Ich benutze Bienenwachs, schmelze es mit der Heißluftpistole und fülle damit das Logo. Das funktioniert wahrscheinlich mit jeder Art von Wachs, aber Bienenwachs hatte ich gerade greifbar. Wachs von einer brennenden Kerze zu tropfen, würde wahrscheinlich auch funktionieren. Mit einem Schaber entferne ich den Wachsüberschuss von der glatten Fläche. An dieser Stelle säge ich das Stück zurecht, damit ich auch an den Seiten arbeiten kann. Und erst jetzt benutze ich einen größeren Fräser, um, ihr wisst schon, Dellen hineinzufräsen. Ich habe überlegt, die Oberseite mit pinselbarer Farbe zu bearbeiten, aber ich bevorzuge für den Gradienten eigentlich Sprühfarben. Also benutze ich die auch hier, für die Wissenschaft. Nachdem alles trocken ist, kratze ich etwas von dem Wachs weg, dann benutze ich Heißluft, um den Rest zu schmelzen. Ein Küchentuch hilft dabei, das geschmolzene Wachs zu entfernen. Etwas optionaler Sprühlack und wir sind fertig. Vielleicht füge ich noch ein Gummiband, Magneten oder etwas anderes zur besseren Positionierung hinzu, aber für den Moment lasse ich es so, wie es ist. Zeit wird zeigen, ob es funktioniert, wie es soll. Folgt mir auf Instagram @dominikswoodworks, um zu sehen, wie es so läuft. Ich hoffe, diese Technik inspiriert euch, eure eigenen Schilder, Plaketten oder Logos zu machen und komplex wirkende Farbideen umzusetzen. Schickt mir bitte Bilder von allem, was ihr macht. Ihr könnt diese Technik auch stapeln, also etwas schichtweise aufbauen. Außerdem könnt ihr verschiedene Farben als erste und zweite Farbe an verschiedenen Stellen benutzen. Danke fürs Anschauen, bitte abonniert meinen Kanal und teilt meine Videos und denkt daran, euch inspirieren zu lassen.